Da sind wir wieder. Da sind wir wieder, genau. Und wie fühlen wir uns jetzt? Ganz gut, abgesehen davon, dass wir gut vorangekommen sind in der letzten Sitzung. Aber ich bin beunruhigt über die Situation. Du bist beunruhigt. Dieses Mal versuchen wir, zu den Wurzeln deiner Ängste vorzudringen. Jetzt nimm dieses Buch und blättere darin. Du siehst da Sets aus Bildern und Symbolen. Ich möchte, dass du mir sagst, welches Bild in jedem Set dich jeweils am meisten verängstigt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Until Dawn Folge 2. Ja, geärgert hat mich, dass gestern die erste Folge eine Urheberrechtsverletzung oder so hat. Keine Ahnung. Habe ich keine Konsequenzen, ich hoffe nur, dass ihr es trotzdem sehen könnt. So, und ja, Männer sind mir relativ egal, aber Frauen machen mich nervös. Was soll ich? Umblättern, alles klar. Gedränge auf jeden Fall kann ich absolut nie ab. Ja. Höhe ist irrational, weil nur der letzte Meter ist gefährlich. Dann eher ertrinken. Ratten, Krankheitsüberträger. Kriege ich das jetzt alles in dem Game? Messer. Kakerlaken sind noch ekliger und tragen noch viel mehr Krankheiten. Clowns, definitiv Clowns. Ich weiß nicht, wie man die lustig finden kann. Krähen finde ich cool, weil sie ja schlaue Vögel sind, ne? Ja, dann nehme Blut. Obwohl mich das auch nicht wirklich anekelt, aber. Habe ich dich erschreckt? Verzeihung. Nicht wirklich. Du machst das wirklich gut. Was bist du eigentlich für ein Psychologe? Versuche es etwas schneller. Je mehr du dich auf deine Instinkte verlässt, desto ehrlicher sind die Antworten und desto aufschlussreicher wird dieses Erlebnis. Mit einem Metronom. Spinnen. Clowns. Vor Wölfen habe ich keine Angst. Gewitter sind schön. Das ist sehr interessant. Danke dafür, dass du so gründlich warst. Aha. Spinnen, Clowns und Nadeln. Tolle Kombination. Klingt perfekt für Freitagnacht. Oh, wow. Tja, ich fürchte, unsere Zeit ist mal wieder um, aber ich verspreche, wir sehen uns bald wieder. Was ein Typ, ey. Oh, Kaffee. Was bisher geschah? Ja, sauber, man bräuchte ja nicht rekapitulieren. Findet ihr das nicht ein kleines bisschen krass? Ach, komm schon.
schon. Sie hat es verdient. Hannah! Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Es war nur ein Spaß, Ham. Oh, verfluchte Scheiße. Nein! Shit! Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood Winterausflug. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern. Ich muss erstmal zu Sam. Verdammte Scheiße! Und ich musste nach hinten. Und neben Josh, als Banknachbar. Boom. Schmetterlingseffekt. Mann, mit jedem Aufstieg kommt mir der Berg höher vor. Ach ja? Das denke ich mir auch immer. Josh, Bruder von Hannah und Beth. Kompliziert, nachdenklich, liebevoll. Mhm. Ach, komm schon, du warst so oft hier. Für dich schrumpft er doch sicher. Ja, das stimmt wohl. Dann sorgst du mir mal für ein paar Handymasten. Ich habe schon Entzugserscheinungen. Hast du mal $1 Million für mich? Dann kriegst du die Dinger sofort. Witzig, dass du das sagst. Ich habe sie in der anderen Jacke. Ups. Hey Leute, war der Aufstieg okay? Ja. Na, mehr oder weniger. Aber es ist schön, dich zu sehen. Was ist mit ihm? Yo, 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 steigt hier oben bald die Party oder was? Klar, Mann. Und Matt und Emily sind ein Pärchen, ja? Ja, scheint so, Mann. Und was sagt Mike dazu? Ich hab das Gefühl, Mike hat schon alle Hände voll, so wie immer. Verdammt, das blöde Ding. Vereist? Was sonst? Vielleicht gibt's noch einen Weg rein. Es gibt 1000 Wege da rein, nur alle verschlossen. Es gibt sicher ein Fenster um die Ecke, das wir vielleicht aufmachen könnten. Warte mal kurz, du meinst also, wir sollten einbrechen? Ich glaube nicht, dass es Einbruch ist, wenn du da wohnst, oder? Hey, nicht, wenn ich die Cops nicht rufe. Geh mal voran, Kumpel. Hey, Chris. Und alles klar? Ja, außer dass mir echt kalt ist und ich hier ein komisches Gefühl bekomme. Es ist ziemlich schräg, wieder hier oben zu sein, ha? Ja. Das ist es in der Tat. Also, wenn ich da nochmal zusammenfassen darf. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, haben sie sich schon letztes Jahr hier getroffen. Dann haben sie einen blöden Witz gemacht. Infolgedessen zwei Mädels ums Leben gekommen sind, aber die ein Jahr danach immer noch als vermisst gelten und nicht als tot. Und jetzt treffen die sich wieder hier. Und zwar auf Einladung von Brüderlein, von den beiden Schwestern, die umgekommen sind. Sie schlägt ein wie eine Bombe aus dem Nichts, oder? Ich will ihr am liebsten den Parker runterreißen und mich mit ihr im Schnee wälzen, klar? Hm. Ja, absolut, Mann. Wann willst du denn die Kleine ins Bett kriegen? Als hätte ich da Chancen. Komm schon, Mann. Sie verbringt doch praktisch ihr gesamtes Leben nur mit dir alleine. Ja, aber nur als Freunde. Hör zu, Alter. Sieh dich um. Sieh dir die herrlichen Berge an. Siehst du hier irgendwo Eltern? Ich meine, gibt's irgendwo ein perfekteres, super Szenario, so vollgepackt mit erotischen Möglichkeiten? Du und Ashley, endlich allein. Du hast die Vorarbeit geleistet. Du warst der perfekte Gentleman. Jetzt hol sie dir endlich in die Kiste. Ja, einsame Hütte, Bärenfell, Kaminfeuer, geht ab. Vielleicht hast du recht. Du bist ein Killer, Bro. Keine Furcht, keine Gnade. Ich meine, sie wird nicht wissen, wie ihr geschieht. schon gut, kapiert. Wow. Also, wie lautet der Plan, um in die Lodge meiner Eltern einzubrechen? Ich hab nicht gesagt, ich hätte einen Plan. Ich dachte, du hättest einen.
Denk dir was aus, Kumpel. Sonst hast du hier 4 entzückende Ladies, die sich den Hintern abfrieren. Und ich sag's dir gleich. So kriegst du sie nicht in die Kiste. Oh, shit. Keiner steht auf Frostbeulen. Ja, haben wir hier noch eine Axt? Oder auch nicht? Hinweis entdeckt. Axthalterung. Verdammt, mir geht hier langsam der Saft aus. Jetzt verreckt mir auch noch mein GPS. Ja, ja, ja. Das nenne ich ja mal clever. Sehr gut. Was ist denn das? Stromkasten, der sich verschieben lässt? Alles okay. Hätte ich in der Kletterstunde mal besser aufgepasst. Du meinst Sport? Ja, da, wo man das Seil hoch muss. War ich das? Ich glaube nicht. Hier, nimm das. Oh, Chris, ich habe gerade eine Wahnsinnsidee. Ja? Absolut. Lass hören. Okay, also, ich bin ziemlich sicher, ich habe noch irgendein Deo in einem der Badezimmer. Benutzt doch das mit dem Feuerzeug. Ich schnall das nicht. Wie soll uns ein Deo-Stift denn helfen? Spray, Mann, es ist Spray. Oh, ja, jetzt verstehe ich. Flammenwerfer. So wie bei unseren Spielzeugsoldaten. Ja, die so schön schmelzen. Einfach das Spray ans Feuerzeug halten und wusch. Bye-bye, vereistes Schloss. Bingo. Okay, du kriegst es hin. Ich muss schnell was erledigen. Ist es okay, wenn du dich kurz allein durchs Dunkel kämpfst? Nein, aber ich mach's. Geh mit Gott, Partner. Ja. Die liegen aber überall rum, wa? Braun, Verlust. Der mögliche Verlust eines Freundes. Naturvölker glaubten, dass Schmetterlinge Träume und Vorahnungen überbringen. Alles klar, alles klar. Und wurden wahnsinnig. Mörder. Alles klar. Das scheint fast so, als wenn ich das nicht mit dem Feuerzeug und eine Spraydose tun sollte. Ich glaube, da gibt es ja bessere Methoden, ne? Aber was soll's? Fackeln wir halt die Bude ab. Sonst ist ja aber auch nichts, ne? Nö. Hinweis entdeckt. Familienporträt. Ein auffälliges Medaillon. Okay. Naja, so auffällig ist halt nur auch nicht. Wenn es da nicht gestanden hätte, wäre es mir nicht aufgefallen. Übersinnlicher Scheiß.
Warum geht er nicht einfach ins Badezimmer, holt einen Föhn und wärmt so ein bisschen von innen das Schloss auf und dann ist gut. Oh. Hi Chris, wirklich witzig. Da, woran habt ihr mich erkannt? Solltest du nicht mal das Schloss öffnen oder sowas? Okay. Was ist denn mal hier mit Licht? Wo hänge ich jetzt? Komme ich nicht da lang? Scheiße, ey. Schmetterlingstattoo. So abgedeckte Möbelstücke, ne? Die sind ja irgendwie. Die finde ich ja gruselig. Wie komme ich hier wieder weg? Da. Komisch, ey, wie lange sein Zippo überhaupt hält. Na, da kann ich durch, kann ich mal die Treppe hoch. Kann ich auch, super. Das wundert dich nicht, dass das Fenster da offen ist? Alter. Bester Horrorfilm 2009. Das ist schon Bob Washington. Filmpreis. Eine Trophäe für einen Film, bei dem Joss Vater Regie geführt hat. Cool. Ja, Abschlussballfoto. Ja, Alter, mach doch mal das scheiß Fenster zu. Da ist aber nichts. Nichts zu machen.
Aha. What the? So ein Dreck. Warum hat er denn? Perfekt. Wir frieren doch hier draußen. Danke. Die Show läuft die ganze Woche. Shit. Mann, das Ding hat mich erschreckt. Was war das? Bist du okay? Es war ein Bär oder ein Tiger oder sowas. Es war nur ein süßer kleiner Babyvielfraß. Baby? Keine Sorge, du wirst bald ein großer Junge sein. Home, sweet home. So würde ich das nicht ausdrücken. Mach endlich Licht an. Drin zu sein, auch wenn es hier irgendwie ziemlich eisig ist. Ich mach mal Feuer an. Hier hat sich ja kaum was verändert. Es war niemand hier oben. War nicht die Polizei ständig hier? Nein, in letzter Zeit war ja nicht viel los. Nope. Was geht, Party People? Hey! Hey! Fühl dich wie zu Hause, Bro. Klar doch. Ja, komm doch rein. Mach's dir bequem. Nimm dir, was du willst. Aber das machst du ja sowieso. Stimmt's? Wow. Ganz ruhig, Cowboy. Wieso verdammt warst du mit M auf dem Weg? Was? Ich hab euch gesehen. Durch das Teleskop. Vorhin? Wir haben uns zufällig getroffen. War eine Weile her, deshalb haben wir uns umarmt. Ist das verboten? Klar. Ja, klar. Bestimmt war das alles. Weißt du was? Denk doch, was du willst. Ist mir egal. Pass bloß auf, Mike. Wie, keine Kloppe? Direkt eine donnern. Und danach ihr. Oh mein Gott, das ist so eklig. Hast du vor, sein Gesicht aufzufressen? Im Ernst, jetzt durchschaubarer geht's ja bald nicht mehr. Niemand will dir dein Revier streitig machen, Schätzchen. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenshow zu laut? Da ist wohl jemand verbittert, weil sie nicht landen konnte. Ja, ist ja auch wie beim Viehmarkt bei deinem Traumtypen. Glückwunsch zur schönsten Kuh. Nein, wie kreativ. Nennt Miss Homecoming eine Kuh. Komm schon. Nein, Schnauze, Matt. Halt dich da raus, du Trottel. Hey, pass auf. Ach, außer dir darf ihn keiner runtermachen. Gehört dein Spielzeug allein dir. Du bist so ein Miststück. Von mir. Bitchfight. Es ist mir sowas von egal, was du denkst. Wenigstens kann ich denken. Jahrgangsbeste Einserzeugnis. Denk daran, wenn du den Chef vögelst, damit er dich einstellt. Er braucht Noten, wenn man schon alle natürlichen Vorzüge im Überfluss hat. Oh, bitte. Du könntest nicht mal schimmeliges Brot kaufen mit deinem dürren Arsch. Ach, ist das dein Ernst? Glaubst du, das ist eine Beleidigung? Das Flittchen ist auf Crack oder sowas. Emily, stopp! Das geht echt zu weit. Es gibt keinen Grund, sich so aufzuführen. Ja, warum streitest du dich um deinen Ex-Lover? Hört auf! Das ist nicht der Grund für unser Treffen. Das hilft uns nicht. Das ist nicht, was ich wollte. Okay, ehe wir uns nach 10 Minuten schon umbringen, brauchen wir vielleicht eine Pause, oder? Mike, sieh dir doch mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja. What? Ja, okay. Welche Gäste? Willst du mitkommen? Hauptsache weg von dieser Hure. Sie liegt ein Stück den Weg hoch. So viel dazu. Ja. Also, Josh, sollen wir Feuer machen? Wo ist meine Tasche? Ha? Huh? Meine Tasche. Die, das kleine Ding mit dem pinken Muster, die vom Rodeo Drive. Matt, Bergkrone geworfen. Hast du mir zu?
Oh mein Gott, weißt du das nicht mehr? Neben dem italienischen Schuhgeschäft, da gab es diese Stilettos und du hast das Regal umgeworfen, weil du die Kassiererin angegafft hast. Was ich meine, sie hat doch nur nach meiner Teamjacke gefragt. Klar, weil sie echt abgefahren ist auf deine Designer-Teamjacke. Was hast du gegen meine Jacke? Matt, ich brauche meine Tasche. Oh mein Gott, Em, vielleicht hast du sie nur vergessen. Glaubst du ernsthaft, ich vergesse meine Tasche? Also, glaubst du's? Darf ich die umbringen? Du musst sie an der Seilbahnstation vergessen haben. Komm mit, Schatz. Wir sind bald zurück. Und dann können wir uns aufwärmen? Geh mal selbst. Ja, und zwar richtig warm. Okay. Okay, dann los. Bro, ich sag dir, mach Schluss. Ja, komm, wir gehen mit Hayden baden. Oh, im Exil. Im Sexil. Nichts dagegen. Oh, wie weit ist es überhaupt zu dieser Hütte? Diese Hütte ist das gemütlichste und romantischste Liebesnest, das du je sehen wirst. Falls wir jemals ankommen. Ich glaube, das Glück ist heute auf unserer Seite. Mach alles richtig, vielleicht wirst du dann noch glücklicher. Hey, Pornostars! Ihr braucht den hier. Pornostar? Ich würd's mir ansehen. Git. Sorry für den kleinen Rausschmiss. Ist okay, Mann. Oh, ich bin sicher, ihr vertreibt euch die Zeit schon irgendwie. Mhm. Dir viel Spaß auf den billigen Plätzen. Oh, fast vergessen. Ihr müsst den Generator anwerfen, damit ihr seht, wo ihr hingeht. Es ist dunkel da draußen. Okay, verstanden. Ich glaube, Josh hat mit mir geflirtet. Okay. Wann? Willst du fragen, ob er mitkommen will? Was, wirklich? Was? Nein. Kann doch mal hier... einen flotten Dreier starten. Die Kleine freut sich. Hey, Knackarsch. Fotosession? Klar doch. Super Einfall. Mhm. Okay. Selfies hasse ich genauso. Komm, den hässlichen müssen wir gar nicht drauf haben. Netter Versuch. Nächstes Mal nehme ich die Kamera, okay? Na, okay, aber es ist doch gar nicht so leicht mit dem Ding. So rückwärts und vorwärts und alles gleichzeitig. Okay. Dann los, nichts wie ab zu der Hütte. Es ist eiskalt hier draußen. Na, da kann ich Abhilfe schaffen. Und wie willst du das anstellen? Ich hätte da ein paar Ideen. Ihr müsst da vorne in der Hütte vögeln, wo da die Bekloppte mithören kann. Und nicht hier erstmal noch durch den Wald rennen. Emily ist so dumm, wie sie aussieht, wenn sie wirklich denkt, sie könnte sich zwischen uns beide drängen. Wenn wir Glück haben, folgt sie uns hier raus und hat einen Unfall mit einem Bären. Ich glaube, bei dir sieht sie rot. Ist das so? Übelste Eifersucht. Ihr Pech. Macht doch Sinn. Ach komm. Ich bin gerade schon an so einer Tür vorbeigelaufen. Wer ist denn hier? Da. Komm, gib mir da nix. Gib mir da nix. Wohl Strom oder sowas. Aha. Wollte Josh nicht was mit einem Generator? Über die Mauer kann man auch nicht einfach mal drüber hüpfen. Guck mal hier wieder. Hey Mike, hast du bald den Generator oder was? Ich hab Totem.
Ja, sag ich doch. Ein Gefahrtotem. Gibt er mit dem Clown. Ja, cool. Etwas später sind die Bergleute und wurden wahnsinnig. Mörder. Ja. Mike, wäre es nicht toll, den Genie anzuschmeißen, damit es weitergeht? Was ist ein Genie? Okay. Mike. Okay. Boom. Sehr gut, Mikey. Du bist echt genial. Da! Sesam, öffne dich. Ziemlich gut, oder? Ja, total, das ist super. Oh ja, ich hab die Hit. Ist egal, kannst. Warum du mit dem Arsch wackelst, vollkommen Latte. Hauptsache du wackelst. Bist du schon gespannt? Du siehst nicht gespannt aus. Ich bin sowas von gespannt, Süße. Das ist wie ein kleines Abenteuer. Ein Sexurlaub. Boah. Absperrband. Wegen Hannah und Beth. Wieso räumen die das nicht weg? Tja, die Ermittlungen wurden nie abgeschlossen. Okay, jetzt krieg ich Gänsehaut. Tja, wo auch immer sie sind, sie freuen sich bestimmt, dass wir alle an sie denken. Eine schöne Art, die Sache zu sehen. Der läuft aber, als wenn er extrem dicke Eier hat, ne? Hast du das gehört? Da war irgendwas. Ja. Oh, verdammt. Ich glaube, wir kommen nicht zur Hütte, wenn der Weg blockiert ist. Auf keinen Fall gehe ich zurück in diese Lodge zu den Schießbudenfiguren und trinke heiße Schokolade mit Emily. Jess! Fuck! Hey, Jessica! Ja, hey! Alles gut! Heilige Scheiße, du hast mich voll erschreckt. Was das ist eine Katze. Hast du dir den Kopf angeschlagen? Soweit ich das sehe, sind noch alle von meinen 7 Armen dran. Ja. Kannst du raus? Ich weiß nicht. Ich kann hier unten überhaupt nichts erkennen. Okay, ich komme runter. Bleib, wo du bist. Hey, Adonis! Hilfst du mir, diese Lore wegzuschieben? Rattenlappen. Also, wie wir beide zusammen stöhnen, habe ich mir anders vorgestellt. Oh
Ohne Witz. Scheiße! Oh mein Gott, alles in Ordnung? Ja. Ja, bin okay. Oh Himmel, hier empfange ich eine Menge Vibes. Und zwar nur die richtig gruseligen. Kann ich was tun, damit du die Gänsehaut los wirst? Spar dir das für die Hütte, Poser. Poser. Vorschriften halten die hier wohl nicht. Ja, ich finde, wir sollten jetzt hier raus. Macht Sinn. Mann, als Josh Hütte gesagt hat, dachte ich schon ans weiße Haus. Warte, bis du die Lincoln Street siehst. Oh, hast du vor, mir den kleinen Präsidenten zu zeigen? Hörst du auf einen Flug mit der Air Force One? Okay, okay, Spaß dir für die Wahlkampfrede, Baby. Oh, ein Teleskop. Ein Blick auf die Bäume, ein Blick auf die Wolken, ein Blick auf die Hütte. Oh, wow. Alles klar? Ich habe jemanden bei der Hütte gesehen. Mhm. Okay, lass mal sehen. Ja, super Blick auf die Klimaanlage. Hey Jazz? Mhm. Bleib dich bei mir, okay? Was Blackwood los? Pines Gebirgsbewohner. Am Brett steht, dass sich hier oben manchmal Braunbären rumtreiben. Oh, Michael, ich habe eine mega Idee. Was? Los, wir streichen einen Bären. Komm schon, bitte. Komm schon. Lassen wir das mit dem Bären streicheln. Kamen wir nicht hierher? Wir sind auf jeden Fall. Ja. Hier kommen wir her. Da ist nicht gesichert. Unheilvolle Musik. Ein Elch. Wow. Vorsicht, Spatzenhirn. Verdammte Ratten mit Flügeln. Oh, armer Mikey. Hat der kleine Piepmatz dir so einen schlimmen Schreck eingejagt? Die Viecher sind krank. Und sicher ansteckend und so ein Scheiß.
Deswegen habe ich einen Revolver. Damit ich die Viecher gleich vom Balkon runterballern kann. Josh, hättest du nicht wenigstens den Weg freiräumen können, bevor du uns hier raufschickst? Oh, echt jetzt? Was? Hätte nicht gedacht, dass bei dir das Glas immer halb leer ist. Hast du eine bessere Idee? Mach Platz, du deprimierst mich. Oh, Boo! Angeberin. Hey, Mike. Du hast da was im Gesicht. Ah. Sam! Okay, okay. Wenn es das ist, was du willst. Jess? Jess! Was ist los? Sammy! Was? Kannst du mir helfen, das Feuer anzukriegen? Tja, ich wollte gerade in die Wanne. Oh! Kann ich dir dabei irgendwie behilflich sein? Ha, ha, ha! 22:44. Komm schon. Okay, Josh, dann zeig mal, ob du in deiner schicken Lodge auch das Warmwasser anstellen kannst. Hayden, ich dachte, du wolltest baden gehen. Warum rennen wir jetzt hier draußen rum? Jonathan D. Smith, Tattoo-Künstler. Der Name klingt erfunden. Wühlt ihr jetzt da in den Sachen von der Toten rum? Liebe Hanna, es wäre klasse, wenn du dabei wärst bei meiner Megaparty um 19 Uhr am 13.07.2013. Hier, Casa de Mike, bei mir zu Hause. Antwort wird gebeten. Mike.
Hauptsächlich COOs. Das wird nicht funktionieren. Er ist ein verrückter, waghalsiger und extrem gut aussehender Typ und du bleibst zu Hause und bestickst Kissen oder übst die G-Moll-Tonleiter am Klavier. Gib es auf oder tu etwas wirklich Verrücktes. Lauf von zu Hause weg, lass dich tätowieren oder lass was oder sowas ähnliches. Alles, was seine Aufmerksamkeit erregen könnte. Hey, du tust es für die Liebe, oder? Also tu es einfach. Deswegen, genau das, also diese Testresultate waren jetzt relativ realistisch. Die sind genauso bescheuert wie im Real Life. Ich muss aber nochmal hier die Tattoo-Karte angucken, vielleicht war da auch was auf der anderen Seite. Der Schmetterling. Schon wieder der Schmetterling. Gut. Aber an der Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Aber, oh, du bist eine hübsche Hayden. Eine hübsche. Hayden, seht ihr in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, dann gehen wir endlich baden. Ich wünsche euch was. Bye, bye.